Mein Name ist Julia Killert, ich bin die Geschäftsführerin des Kurt-Alsner-Vereins und werde heute die Moderation übernehmen. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie werden europapolitische Themen immer wichtiger. Darum möchte der Kurt-Alsner-Verein einen stärkeren Fokus auf die EU legen. In einem europapolitischen Forum wollen wir jeden Monat verschiedene Themen genauer beleuchten. Die Idee dazu kam von Thomas Händel. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Rosa-Luxemburg-Stiftung und war selbst über 10 Jahre Abgeordneter im Europäischen Parlament. Er wird uns gleich einen kurzen Input über das europapolitische Forum halten. Doch vorher möchte ich noch unsere Gäste für den heutigen Abend begrüßen. Das Thema ist Corona und danach wird die EU die Pandemie überleben. Eingeladen haben wir die Europaabgeordnete der Partei Die Linke, Martina Michels, und Andreas Thomsen, Leiter des Büro Brüssels der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Guten Abend, schön, dass ihr hier seid. Thomas Händel, nun möchte ich dich erst einmal bitten, uns zu erzählen, wie es zu der Idee kam, in Bayern ein europapolitisches Forum zu etablieren und welche Ziele das Forum verfolgt. Bitte schön, Thomas. Danke, Julia. Wie gesagt, wir starten heute mit einer Webseminarreihe zu europapolitischen Fragen. Die Frage ist natürlich, warum jetzt? Es stehen keine Wahlen bevor. Nein, wir meinen, dass es höchste Zeit ist, sich mit diesem Europa intensiver auseinanderzusetzen. Mein Name ist Thomas Händel, ich kümmere mich im Vorstand der Stiftung unter anderem um Europafragen und in den letzten 10 Jahren war ich Abgeordneter im Europäischen Parlament und habe etliche Debatten zu diesem Europa miterlebt. Europapolitik gehört nicht gerade zu den beliebtesten Politikfeldern der linken Bewegung. Zu kompliziert, zu weit weg, nicht so wichtig. Das EP hat doch sowieso nichts zu sagen, sind nur die mildesten Attribute, die man für dieses Europa übrig hat. Dieses Europa ist nicht erst seit Corona in einer schweren Krise. Eine Krise jagt die nächste: Finanzkrise, Migrationskrise, Klimakrise, Brexit-Krise, Krise der Rechtsstaatlichkeit und. Es muss also von vielen heftig bezweifelt werden. Das merkt man auch in Gesprächen. Es wird von vielen heftig bezweifelt, ob dieses Europa noch eine große Zukunft erwarten kann. Viele gehen vielen gehen die europäischen Problemlagen auf die Nerven oder sie sind ihnen einfach wurscht. Da gibt es Europa-Liebhaber, ich sage mal lästerlich die Eurotiker sozusagen, die dieses Europa nur toll und fesch finden. Da gibt es die Europa-Hasser, die Europhobiker sozusagen, die Europa für alles Unheil der Welt verantwortlich machen und schlicht als neoliberales Projekt in Bausch und Bogen ablehnen. Doch zweifellos ist die politische Bedeutung der EU enorm gewachsen. Das ist vielen nicht bewusst. Dieses Europa ist mit 500 Millionen Menschen der, gemessen am Bruttosozialprodukt, der größte Wirtschaftsraum der Welt. Dieses Europa hat das größte demokratisch gewählte Parlament der westlichen Welt, das gleichzeitig gleichberechtigter Mitgesetzgeber ist. Das Parlament ist ein politisches Gestaltungsfeld und 2/3 der Regelungen, das wissen viele nicht, unter denen die Menschen hierzulande leben und arbeiten, sind wesentlich durch die europäische Ebene determiniert. Deshalb ist die Frage mehr oder weniger links im Europäischen Parlament von elementarer Bedeutung. Und in diesem Europa läuft in der Tat vieles falsch, von der Migrationspolitik zur Umweltpolitik, von unzureichenden Regulierungen der Finanzmärkte bis zur Militarisierung Europas gibt es jede Menge politischen Handlungsbedarf. Gute Gründe also, dieses Feld nicht links liegen zu lassen, sondern als politisches Handlungsfeld zu begreifen. Und wir brauchen Antworten auf den Aufstieg der radikalen Rechten. Ich bin überzeugt, Europa geht anders, sozial, demokratisch, solidarisch und friedlich, aber auch rebellisch. Daran arbeiten bereits viele in Europa, aber immer noch zu wenige in den Parlamenten, auf der Straße, in den Betrieben vor Ort. Und es geht nicht darum, Europa zu lieben oder zu hassen. Es geht darum, dieses Europa zu verändern,
dass es demokratischer, sozialer, friedlicher und es demokratischer, sozialer, friedlicher und ökologischer zu machen. Um in diesen Diskussionen einen qualifizierten Standpunkt vertreten zu können, muss Mann und Frau sich fit machen. Dazu soll diese Webseminarreihe beitragen, getreu dem Motto politischer Bildungsarbeit, die Sachen klären und die Menschen stärken. Das ist unser Auftrag, den wir haben, und den versuchen wir unter anderem mit dieser Webseminarreihe zu verfolgen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, Thomas Händel, erstmal für die kleine Einleitung. Also wie gesagt, jeden Monat wird sich der Kurt-Eisner-Verein nun mit einem europapolitischen Thema beschäftigen. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Website www.bayern.rosalux.de. Bevor ich jetzt mit unseren Gästen ein Interview führen werde, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass wir gerade live sind und dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit haben, in der Kommentarspalte Fragen zu stellen, die dann an uns weitergeleitet werden. Kommen wir nun aber zum Interview. Martina Michels und Andreas Thomsen, ich möchte euch zunächst einmal bitten, euch vorzustellen, euch und euer Tätigkeitsfeld. Wir beginnen mit Martina, bitteschön. Ja, herzlichen Dank. Ich bin sehr froh für die Einladung, dass ich heute Abend an der Runde teilnehmen kann. Ich bin Martina Michels. Derzeit seit in der zweiten Legislaturperiode im Europäischen Parlament, in der letzten übrigens noch gemeinsam mit Thomas Händel. Ich bin die derzeitige Delegationsleiterin der Delegation Die Linke im Europäischen Parlament und bearbeite dazu noch die Felder als Sprecherin im Regionalausschuss, also Regionalpolitik, Kultur, Medien und Bildung, und bin, was die Außenbeziehungen betrifft, verantwortlich für die Länder Israel und den nicht minder gerade aktuell gewordenen Konflikt, dem Südkaukasus. Vielen Dank, Martina. Andreas, würdest du dich auch kurz vorstellen, bitte? Mein Name ist Andreas Thomsen. Ich bin seit Anfang 2018 Büroleiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel. Das ist also dann ein Auslandsbüro in einem großen weltweiten Netzwerk von Auslandsbüros. Ich glaube, fast 30 Büros haben wir jetzt, davon natürlich eine ganze Reihe von Büros auch in Europa. Unsere Büros sind immer für eine spezifische Region zuständig. Da kann die Region jetzt nicht Europa sein oder die EU für das Brüsseler Büro, sondern das ist eine Region, Teil der Länder kann man hinter mir sehen. Das sind dann die dunkel unterlegten. Das ist eine Region in Westeuropa, die 13 Länder umfasst. Also sind wir zuständig für die Arbeit in Skandinavien, den Benelux-Ländern, in Frankreich, in Spanien, in Portugal, Italien und Österreich. Und irgendwelche Länder vergisst man dabei immer, was bedauerlich ist. Wichtig, glaube ich, ist, um zu verstehen, was wir mit dem Brüsseler Büro machen, dass wir sozusagen zweierlei Aufgaben haben. Zum einen in den Ländern, die ich gerade aufgezählt habe, zu arbeiten. Zum anderen natürlich in Brüssel in Richtung des Europaparlaments zu arbeiten und der europäischen Institutionen. Und wir haben, und das wird jetzt, glaube ich, heute Abend auch noch eine Rolle spielen, wir haben in unserer Zuständigkeit auch noch ein kleines Büro in Madrid, das für die Arbeit in Spanien und in Portugal zuständig ist. Somit also ist unser Blick sehr stark, das muss man schon auch sagen, auf die westeuropäischen Länder und dort auf die großen Partner, auch die großen Partnerparteien gerichtet. Und ich freue mich, das möchte ich auch noch sagen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier eingeladen wurde, weil es zum einen, glaube ich, wirklich wichtig ist, dass wir in der deutschen Linken die europapolitischen Fragestellungen diskutieren, auch mehr Interesse dafür schaffen. Zum anderen, weil es für mich immer eine große Freude ist, wenn der Kurt-Eisner-Verein mich einlädt. Dafür danke ich. Vielen Dank auch für deine Vorstellung. Ich würde jetzt auch gleich bei dir bleiben und erstmal die Frage stellen. Du bist ja durch deine Arbeit in Brüssel mit vielen linken KooperationspartnerInnen in Kontakt in der EU. Wie geht es den Leuten in den verschiedenen Ländern? Sehr unterschiedlich. Wir haben ja auch sehr unterschiedliche Partner und Partnerinnen. Wir
arbeiten mit Parteien zusammen, mit Gewerkschaften, mit Basisinitiativen, mit akademischen Zirkeln und so weiter. Und das ist natürlich von Nord nach Süd alles sehr unterschiedlich. Ich habe heute, weil ich ja auch irgendwie diese Frage irgendwie in ihrer Breite auch beantworten will, mit den beiden Kolleginnen, die wir in Madrid sitzen haben, gesprochen und ihnen habe ihnen diese Frage gestellt, weil sie ja mit den Partnern und Partnerinnen in Spanien insbesondere viel zu tun haben. Und es ist eigentlich ein Prozess, der ist natürlich insgesamt besorgniserregend und dann eben auch in dem Feld der politischen Linken besorgniserregend beobachtbar, dass eigentlich sich die Diskussionen und die Fragestellungen in dieser Pandemiezeit ganz auf die nationalen Fragen und die nationale Politik zurückgezogen haben. Da sind ja die Probleme auch groß und da müssen sie auch bearbeitet werden, sodass der Blick für das Darüberliegende, für die europäische Politik wirklich sehr stark verloren gegangen ist. Was unsere Partner und Partnerinnen eigentlich europaweit sich wünschen, abgesehen davon, dass sie sich wünschen, dass wieder Zustände einkehren, in denen wir uns wirklich treffen können, miteinander diskutieren können, ist natürlich, dass wir versuchen, länderübergreifend linke Antworten zu finden. Dieses Zurückgeworfensein auf die Ebene der nationalen Politik ist da für alle ein sehr, sehr großes Problem. Und das dazugehörige Wort, das heißt internationale Solidarität. Und ein kurzes Beispiel dabei genannt, weil es auch einfach wirklich das schlagendste Beispiel ist. Die Fragestellung, wie insbesondere die Ökonomien in den südeuropäischen Ländern nach der Pandemie wieder in Gang gebracht werden können, die muss und die kann nicht in Madrid beantwortet werden und in Rom oder in Lissabon. Die muss beantwortet werden in Brüssel und sie muss beantwortet werden in Berlin. Das wissen wir. Die Frage, wie wir einen gerechten, einen sozialen, einen fairen Wiederaufbau hinkriegen, ist eine europäische Frage und darauf sind unsere Partnerinnen halt natürlich auch gerichtet und da hat auch die Deutsche Linke eine besondere Verantwortung, sehr naheliegend. Auf eurer Website habe ich verfolgt, ihr hattet mit eurer politischen Bildungsarbeit sehr schnell auf die Situation reagiert und habt das Projekt Corona Chronicles ins Leben gerufen. Worum geht es dabei? Also das war praktisch eine Idee, als in ganz Europa die Vorhänge zugingen, als überall die Lockdowns eingeführt wurden, verhängt wurden, haben wir gesagt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen jetzt hören, was eigentlich vor Ort passiert. Wir haben das erste Video, das sind ja kurze Videos, 1, 2, 3 Minuten, wo einfach jemand erzählt, was ist hier eigentlich los. Das erste haben wir aus Paris gemacht, da war ja sozusagen ganz scharfer Lockdown. Und wir wollten diese Isolierung, die dann ja auch entsteht, wir wollten die aufbrechen, wir wollten sichtbar machen. Überall sind unsere Partner, sind die Organisationen und die Leute in den Organisationen noch da haben immer noch die gleiche, also sie haben immer noch eine Agenda, die sie teilen wollen. Und sie haben immer noch Diskussionen, die geführt werden müssen. Und Belange, die genannt werden sollen. Und so sind wir praktisch durch Europa und wir haben dann auch noch ein paar Clips von außerhalb von Europa gehabt, um auch einfach dieses Gefühl zu stärken, die Linke, grenzübergreifend, international, ist noch da und will weiter den Austausch miteinander führen. Und Das war natürlich sehr, sehr spannend. Wir haben das 2, 3 Monate gemacht und haben das Projekt jetzt verändert. Wir führen jetzt Interviews, haben dann ein bisschen längere Clips, machen das so etwa einmal im Monat, wo wir die Entwicklungen in den Ländern weiter beschreiben und erzählen wollen und immer ausgehend von Partnern, die wir in den Ländern haben, die aus den Ländern berichten sollen und ihre Anliegen vortragen dann.
Vielen Dank für den ersten Einblick in die politische Bildungsarbeit in Brüssel. Jetzt wollen wir uns mal den Debatten im Europaparlament zuwenden. Martina Michels, du bist natürlich als Europaabgeordnete sehr nah an den Debatten über Corona im EU-Parlament beteiligt. Wie schätzt du die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie für die EU ein? Ich glaube, dass wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht losgelöst von der gesamten Entwicklung der Europäischen Union sehen können. Wir stehen, glaube ich, derzeit vor einer nie dagewesenen globalen Gesundheitsnotlage. Und das erfordert mehr denn je eine Reaktion europaweit, die auch tatsächlich an die Nöte und Ängste der Menschen derzeit anknüpft. Ich glaube, dass mit dieser Pandemiekrise noch einmal mehr sichtbarer geworden ist, welche Stellschrauben in der Vergangenheit entweder falsch gestellt wurden oder gar nicht erst angefasst wurden, weil die Fehler der Vergangenheit und die Hausaufgaben, die die Europäische Union bisher vernachlässigt hat, jetzt sichtbarer geworden sind. Das ist zum einen die unendliche Strategie, falsche Strategie des Sparens, des Sparzwangs für viele Mitgliedsländer, was sich insbesondere auf die Bereiche Gesundheitswesen, Soziales, Beschäftigung und so weiter ausgewirkt hat. Und vor allem, was akut auf dem Prüfstand steht, ist das Prinzip der Solidarität innerhalb der Europäischen Union. Und da wird eben sichtbar, dass die Europäische Union, so wie sie derzeit sich präsentiert, mehr eine Zusammenfassung von nationalstaatlichen Interessen ist als eine Solidargemeinschaft. Und deswegen glaube ich, muss man diese Krise, die Pandemie, wenn man wirkliche zukunftsfähige Auswege finden will, auch verbinden mit einer Systemkritik, wie welche systemischen Fehler die Europäische Union derzeit hat. Wir sehen das unter anderem an der ungelösten Flüchtlingsfrage, gerade jetzt im Zusammenhang mit Moria. Aber viele Gesundheitssysteme sind in den Mitgliedsländern derzeit an der Grenze des Belastbaren. Viele Beschäftigte, die sind an der Grenze des Belastbaren. Und hier sind eigentlich europäische solidarische Lösungen gefragt. Und da, wenn die Europäische Union darauf nicht angemessen reagiert und weiter im nationalstaatlichen Ensemble agiert, dann glaube ich, verspielt sie zugleich auch die Chance für die Zukunft. Vielen Dank erstmal für das Statement. Jetzt wurde sehr, sehr viel Geld auch bereitgestellt. Also am 21. Juli 2020 haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs über den europäischen Aufbauplan geeinigt. Dieser Plan umfasst eine Summe von 750 Milliarden Euro. Meinst du, die Summe reicht, um die Volkswirtschaften in der EU, in den Mitgliedstaaten zu retten? Kurz und knapp gesagt, natürlich reicht sie erstmal nicht. Aber zum anderen möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich sich um eine Mogelpackung handelt. Weil übersehen wird dabei, dass zum Beispiel die Kommissionspräsidentin dieses neue Programm Next Generation EU immer großartig feiert. Aber das ist sozusagen ein Programm, was eine unterschiedliche Laufzeit zum mehrjährigen Finanzrahmen, also zum Haushalt der Europäischen Union hat, ein Programm, das bereits 2023 enden wird. Die Frage ist also, wie reagiert die Europäische Union darauf mit einem europäischen Haushalt? Da haben wir gerade vor einigen Wochen einen Vorschlag vom Europäischen Rat auf den Tisch bekommen,
der unter deutscher Ratspräsidentschaft übrigens, muss man dazu sagen, als Kompromiss ausgehandelt wurde. Und dieser mehrjährige Finanzrahmen liegt weit unter dem, was das Europäische Parlament fordert. Und es liegt sogar noch unter dem Vorschlag, den die Europäische Kommission in den Rat der Staats- und Regierungschefs eingespeist hat. Wir wissen, dass das Europäische Parlament zwar eine Haushaltshoheit hat, also wir beschließen letztendlich den Haushalt, sind aber auf die Lösungsvorschläge und auf die Entwürfe aus dem Europäischen Rat, in dem die Staats- und Regierungschefs sitzen, angewiesen. Und wenn dort schon als Kompromiss etwas gefeiert wird, was am Ende, so kann man jetzt schon abschätzen, in diesem mehrjährigen Finanzrahmen Kürzungen in ganz wichtigen Bereichen beinhalten wird, also angefangen von dem Geld für die Regionen, das sogenannte Kohäsionsfonds, über Soziales, Bildung, Kultur, alle diese Bereiche sind künftig im jetzt vorliegenden Entwurf, mit dem wir uns gerade im Parlament beschäftigen, unterbelichtet. Und dann nützen auch alle Programme, alle schönen Programme, die Frau von der Leyen jetzt vorstellt, nichts, wenn sie nicht letztendlich im mehrjährigen Finanzhaushalt auch eine entsprechende Finanzierung finden. Und da legen wir gerade sehr, sehr kritisch den Finger in die Wunde und sind mit vielen, von Seiten der Kommission und dem Rat diesbezüglich passiert, überhaupt nicht einverstanden. Wir hatten letzte Woche bei der Helen Panke, das ist die Landesstiftung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin, einen sehr guten Vortrag von der linken Ökonomin Emma Clancy. Und sie hat darauf hingewiesen, dass die wirtschaftliche Lage der EU dramatisch ist und wir einer schlimmen Rezession, Massenarbeitslosigkeit und einer Staatsverschuldung entgegenstehen, die ein unbekanntes Ausmaß hat. Du hast es vorhin ganz am Anfang auch schon skizziert. Was fordert denn die Fraktion der Linken im Europaparlament? Wir haben relativ schnell einen Aktionsplan aufgestellt, in dem wir 10 Forderungen aufgestellt haben, die wir oder formuliert haben, die wir auch untersetzt haben. Ich will das jetzt nur telegrafisch skizzieren. Wir haben ja abgesehen davon immer für einen Wiederaufbaufonds plädiert, der sich aus 100% Kreditmitteln speisen soll, wo sozusagen die Europäische Union selber Kredite aufnimmt. Das ist zwar erstmalig in einem kleinen Teil der Programme jetzt enthalten, aber dennoch bleibt die Frage der Rückzahlung, die sozusagen der Gelder, die jetzt zur Verfügung gestellt werden an die Länder, nach wie vor offen. Unser Sofortmaßpaket steht unter der Überschrift, dass wir der Auffassung sind, man muss vor allen Dingen in den Vordergrund der jetzigen Bestrebungen zum Wiederaufbau die Rettung von Menschenleben stellen. Das heißt, die Stärkung des Gesundheitswesens und auch die Investitionen in das Gesundheitswesen und in die Sicherheit für die dort Beschäftigten. Wir wollen die staatliche Kontrolle von Schlüsselbranchen als eine wirksame Krisenreaktion. Das heißt, dass nicht einfach nur auf Gutdünken zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und der Kommission verhandelt wird, sondern dass wir das gerade hier in vielen Bereichen Regeln aufgestellt werden, die dann auch staatlich kontrolliert werden. Natürlich haben wir einen weiteren Schwerpunkt in der Frage der Sicherung von Arbeitsplätzen, Einkommen und sozialer Sicherheit. Wir haben, wie gesagt, jede einzelne Forderung, die ich jetzt nenne, auch immer noch mal aufgeschlüsselt mit ganz konkreten Forderungen. Dazu zählt übrigens auch der Zugang zu Wohnraum und der Grundversorgung
von Personen ohne Einkommen. Das ist eine Gruppe, die momentan völlig ausgeblendet wird. Wir wollen weitere Staatsschuldenkrisen und Finanzkrisen in den Mitgliedsländern verhindern. Und insofern ist es nicht einfach nur damit getan, dass man jetzt Geld ausschüttet an die Länder und das an bestimmte Sparmaßnahmen oder bestimmte Regelungen knüpft, sondern dass man hier insbesondere die nationalen Besonderheiten, wenn man an Länder wie Italien, Spanien guckt oder auch Griechenland, darauf reagiert. Wir wollen den Stabilitäts- und Wachstumspakt aussetzen. Man müsste eigentlich die jetzigen Kriterien ruhen lassen und die EU-Vorschriften, die existieren, um staatliche Beihilfen zu bekommen, die wollen wir aussetzen, weil momentan alle staatlichen Beihilfen, die in den Mitgliedstaaten ausgeschüttet werden oder die die Europäische Union, Kommission zur Verfügung stellt, an bestimmte Regelungen geknüpft sind, unter anderem an bestimmte Sparmaßnahmen, die wollen wir aussetzen. Wir wollen gleichzeitig eine, dass die alle Mittel von Darlehen, die über den Europäischen Sozialfonds ausgezahlt werden, zins- und auflagenfrei sind. Und so zieht sich das, die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen. Und ganz wichtig, der Verbot von Leerverkäufen und spekulativen Angriffen im Finanzsektor. Also wir haben ganz spezielle Forderungen in einem Aktionsplan zusammengefasst. Ich habe jetzt nur einzelne Punkte daraus genommen, weil es würde sonst zu lange dauern, die wir aufgestellt haben, die wir jetzt auch in den Debatten um den mehrjährigen Finanzrahmen und in allen Debatten, die es im Europäischen Parlament darum geht, zum Wiederaufbaufonds in den Mittelpunkt rücken und immer wieder da auch den Finger in die Wunde legen. Und letzte Forderung, derzeit wird sichtbar, dass es viele schöne Programme gibt, mit denen sich sowohl die deutsche Ratspräsidentschaft schmückt, als auch Frau von der Leyen. Wir hatten in der letzten Plenarsitzung ihre Rede zur Lage der Nation. Allerdings muss man ehrlicherweise dann auch immer dazu sagen, wir hätten uns gewünscht, dass das viel schneller geht, dass die Mittel jetzt schon im September spätestens ausgezahlt werden, so wie es jetzt aussieht, wird kein einziges Programm noch in diesem Jahr finanzwirksam für die Mitgliedsländer sein, sondern frühestens im Frühjahr nächsten Jahres die Gelder fließen. Das macht deutlich, die Europäische Union ist der Pandemie, der Krise derzeit nach meiner Einschätzung kaum gewachsen. Vielen Dank. Genau, du hast ja auch schon darauf hingewiesen, also dieses Sofortprogramm, wo du jetzt einige Punkte skizziert hast, das findet man auch online, unser Sofortprogramm Rettung von Leben, Arbeit und Einkommen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Wir sind hier zu viert. Ihr könnt einfach in der Kommentarspalte eine Frage stellen, die werden dann an uns weitergeleitet. Thomas Hendeln, möchtest du noch etwas zu den Punkten, die Martina und Andreas gesagt haben, ergänzen? Ja, an Martina richtet sich die Frage. Wenn ich richtig gelesen habe, hat das Parlament ja die Aufstockung des mehrjährigen Finanzrahmens um 110 Milliarden Euro verlangt und dabei rechtsverbindliche Zusagen zur Einführung neuer Eigenmittel verlangt, ja, um diesen Recovery-Fonds zu finanzieren. Da gibt es ja mehrere Ideen, CO2-Grenzsteuer, Plastiksteuer, Finanztransaktionssteuer und so weiter. Gibt es denn da Signale von den Mitgliedstaaten, dass sie sich an dieser Stelle bewegen? Denn sonst wird die ganze Sache, wenn wir den Haushalt nicht aufstocken, dann wird die ganze Sache möglicherweise so ausgehen, dass ganz radikal bei den unteren Schichten gespart werden wird.
Ja, das habe ich ja gesagt, dass das jetzt schon sichtbar wird für mich, wie sieht der mehrjährige Finanzhaushalt aus? Und da sind bereits jetzt Kürzungen vorgenommen worden. Und in einer ersten Stellungnahme hat das Europäische Parlament vor 3 Wochen, glaube ich, eine Resolution verabschiedet, in der wir klar und deutlich gesagt haben, dass dieser Entwurf, so wie er jetzt aus dem Europäischen Rat gekommen ist, bei weitem nicht ausreichen wird und haben auch bestimmte Ziele dort formuliert. Die Frage nach den Eigenmitteln, die ist eine sehr wichtige Frage, weil ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, die man sicherlich alle haben, irgendwann muss ja das Geld auch irgendwann mal zurückgezahlt werden. Und da entsteht die Frage, woher soll das kommen? Und da ist die Frage, ob die Europäische Union zukünftig auch über Eigenmittel verfügen soll. Eine sehr wichtige. Bisher ist bekannt, dass es verabschiedet wurde, eine sogenannte Plastiksteuer. Darüber kann man streiten, ob sie wirksam ist. Einige sagen nein, wir sagen, es braucht aber so eine Steuer. Aber die viel wichtigeren Fragen, zum Beispiel eine Digitalsteuer, die Facebook, Google, Amazon und andere dazu bringt, ihre Gewinne, die sie erwirtschaften, auch zu besteuern. Eine Finanztransaktionssteuer, die wir gefordert haben, schon seit Jahren ist die im Gespräch. Ich war lange im Ausschuss der Regionen vor meiner Zeit im Europaparlament. Und auch da haben sich schon die Mehrheit der Regionen in Europa für eine solche Finanztransaktionssteuer ausgesprochen. All das sind Fragen, die auf dem Tisch liegen, die aber überhaupt nicht in Angriff genommen werden. Also Frau von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Nationen zu dieser Frage überhaupt nicht Stellung genommen. Und ich glaube, wir kommen aber da nicht drum rum. Natürlich ist es für viele Mitgliedstaaten schwierig zu sagen, jetzt sollen wir auch noch Geld für die Europäische Union ausgeben. Aber was nicht geht, dass auf der einen Seite alle nach europäischen Lösungen schreien und wenn dann europäische Lösungen umgesetzt werden sollen, dann muss auch die entsprechende finanzielle Ausstattung dafür da sein. Und deshalb sind diese Fragen der Eigenmittel eine sehr, sehr wichtige Frage. Auch diskutiert wird übrigens die CO2-Steuer, die gehört auch dazu. Aber dazu schweigen bisher die einzelnen Mitgliedsländer. Diese Diskussion wird seit Jahren im Rat blockiert. Andreas, wie ist es denn eigentlich, wie kann man diese verschiedenen Themen, die Thomas und Martina jetzt angesprochen haben, in der politischen Bildungsarbeit aufgreifen? Welche Möglichkeiten hat politische Bildung auch in solch einer Krise? Ich greife noch mal kurz zurück, um zu versuchen, das zu beantworten. Ein Kern der Auseinandersetzung seit März, aber wenn wir ehrlich sind, schon viel früher, ist die Auseinandersetzung um die Frage, wie wir mit wirtschaftlichen Ungleichheiten in der Europäischen Union umgehen. So, die Pandemie legt einfach sozusagen nur die Probleme jetzt noch viel knallhärter auf den Tisch. Und Emma Clancy hat da völlig recht, die Frage der Staatsverschuldung der südeuropäischen Staaten, und die steht im Zusammenhang mit einer speziellen Form der Wirtschaftsbeziehungen innerhalb der Europäischen Union. Also das heißt, die steht im Zusammenhang mit den Exportüberschüssen der nördlichen Staaten und ganz besonders Deutschlands. So, und wenn wir das wissen, dass das so ist, wir denken nur zurück zum Beispiel an die Griechenland-Krise, dann kommt der politischen Bildung doch eine ganz erhebliche Aufgabe zu. Denn wenn ich mich erinnere, wie über die Griechenland-Krise geschrieben und gesprochen wurde, wenn ich in Deutschland, da war die Rede davon irgendwie, dass Griechen nicht wirtschaften können, dass die immer Schulden machen. Und dann kam die schwedische Hausfrau und die hat dann gesagt, man kann nur so viel einnehmen, wie man ausgibt, oder umgekehrt, man kann nur so viel ausgeben, wie man einnimmt. Die Aufgabe,
die Aufgabe der politischen Bildung in Deutschland wie in anderen Ländern, die besteht doch darin, darüber zu informieren, dass es sich bei den Schulden, die Staaten machen, um etwas vollkommen anderes handelt, als Schulden, die Privathaushalte machen. Und wenn ich so weit gekommen bin, dann kriege ich einen total anderen Blick zum Beispiel auf die Frage, wie das jetzt ist mit den europäischen Anleihen, mit den Eurobonds und in diesem Jahr nennen wir sie dann Corona-Bonds, also mit der gemeinsamen Schuldenaufnahme der europäischen Staaten, der EU als Ganze. Das ist nicht sozusagen die Verlotterung europäischer Wirtschafts- und Finanzpolitik, sondern das ist das Gegenteil. Das ist der Versuch, die Finanzen der europäischen Länder und der EU im Ganzen auf solide Füße zu stellen und die Chance zu erreichen, die großen wirtschaftlichen Ungleichheiten, die wir in der EU haben, abzumildern. Weil beseitigen werden wir sie erst können, wenn wir die Sache wirklich in Ordnung gebracht haben. Und die hat, das ist das sozusagen das Kernproblem, das muss man doch klar so sagen, sind die Exportüberschüsse, die produziert werden in Deutschland zum Beispiel und die Staatshaushalte im Ergebnis der südlichen Mitgliedstaaten dann halt belasten und im Zweifel an ihre Grenzen bringen. Das ist der ganze Sachverhalt, etwa um die italienischen Staatsschulden und die spanischen Staatsschulden und was zuvor in Griechenland. So, und wenn ich dann sehe oder auch lese, was in diesen Zeiten dann im Zusammenhang mit den Schulden und den gemeinsamen Schuldenaufnahmen gesprochen wird, dann würde ich, um die Frage zu beantworten, sagen, da kann und muss politische Bildung echt ganz schön viel leisten, damit das auch einigermaßen bekannt wird. Und ich setze noch einen Punkt hinzu, weil das ja wirklich interessant ist. Wenn diese Prozesse, die wir haben, fortgesetzt werden, wenn also die Staatsverschuldung, die individuelle Staatsverschuldung in den südlichen Staaten vorangetrieben wird, wenn Italien in eine Schuldenkrise vergleichbar Griechenlands getrieben wird und dann gegenüber Italien die gleichen harten Leisten angelegt werden, die an Griechenland angelegt wurden, dann kann man sagen, ist das das Ende der Eurozone. Da muss man dann nicht so viel drüber diskutieren, denn es ist nicht möglich, mit einem Land wie Italien von der Größenordnung und sozusagen wirtschaftlichen und politischen Ausstrahlung umzugehen, wie bedauerlicherweise und falsch mit Griechenland umgegangen wurde. Also müsste es ja im Interesse auch der deutschen Politik sein, dieses Grundübel innerhalb der Eurozone zu beseitigen, damit letztlich, das ist ja gar nicht mein Geschäft, damit oder unseres, damit letztlich auch den Euro zu retten und ihre Wertschöpfungsvorstellungen. Interessant ist, dass in einer Krisensituation wie dieser, das haben wir an ganz vielen Punkten gesehen, der harte Rückfall auf nationale Eigeninteressen wirklich in einem beeindruckenden Maße schnell geschehen ist, was eben auch zeigt, wie schlecht die Europäische Union auf solche Krisensituationen vorbereitet ist. Ich meine, ich bin da kein Experte, aber mir scheint es so zu sein, als ob es sozusagen europaweit keinerlei Prävention gegeben hat. Vielleicht hat es nationale Pandemiepläne gegeben. Wenn es einen europäischen Pandemieplan gab, dann ist er nie in Kraft gesetzt worden. Ich glaube, das kann man so sagen. Und in der Situation, in der diese Krise dann auftrat, da war es ja nicht nur irgendwie, jedes Land versucht, möglichst viele Masken für sich selber zu bestellen, im Zweifel sogar bei den Nachbarn, denen sie dann abgingen. So wurden sofort die Grenzen zugemacht. Aber es ist auch noch was anderes passiert. Es gab sehr schnell eine Initiative der portugiesischen, der spanischen, italienischen und französischen Regierung, jetzt gemeinsame Schulden aufzunehmen, Corona-Bonds einzusetzen. Und die Ablehnung, die da aus Berlin und aus Wien, glaube ich, waren hauptsächlich da die Akteure entgegenschallte, die hat Eindruck hinterlassen. Und das ist sozusagen ein zweites Element politischer Bildung, irgendwie, wo politische Bildung nach meinem Gefühl schon einsetzen müsste. Wir müssen schon auch verstehen und transportieren, dass es nicht nur die Zahlen sind. Wenn dann im Juli ein vielleicht nicht ausreichender oder sicher nicht ausreichender Fonds beschlossen wird, dann ist im April schon was zerschlagen worden. Das ist ja durchaus etwas, was man sich merkt und
die Europäische Union zu begreifen, nicht nur als Zusammenhang von eigentlich unabhängigen, auf ihre eigenen Interessen achtenden Wirtschaften, Volkswirtschaften, Nationalwirtschaften, sondern sie zu verstehen als einen solidarischen Zusammenhang von Ländern. Das wäre, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, das müssen wir in die nationalen Diskussionen einspeisen. Und so wie ich die Diskussionen verfolgt habe, wäre das auch eine interessante Diskussion, die man mit mancher linken Partei in Europa auch durchaus mal führen könnte. Also das ist mir jetzt nicht entgangen, dass es eine Reihe von europäischen Linksparteien gab, die selbst noch diesem schwachen Schuldenaufnahmepaket, was da verabschiedet wurde, widersprochen haben. Und da muss ich sagen, haben wir eine ganze Menge zu tun. Nicht, weil wir unbedingt die EU und ihre Institutionen retten wollen, vielleicht wollen das manche von uns, sondern weil wir was anderes retten wollen. Das gemeinsame und offene Europa, das wir haben und das uns die Möglichkeit zur Politikgestaltung gibt, um irgendwann zu erreichen, vielleicht zu erreichen, was Thomas skizziert hat. Also wir kriegen ein soziales und solidarisches Europa nur, wenn wir ein Europa haben. Das glaube ich, ist schon auch wichtig zu verstehen und sozusagen in einer ja gravierenden, aber trotzdem halt in der ersten Krise, die dann dieser Art da daherkommt, sich sofort auf die nationalen Interessen zurückzuziehen, das kann ja nicht, also zumindest kann das nicht das Anliegen linker Kräfte sein. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Das sind ganz viele Aufgaben für politische Bildung und für Politik. Vielen Dank. Du hast ja schon im April diesen Jahres einen Artikel zu den Eurobonds geschrieben oder darüber mit dem Titel Deutsche Sturheit und das Ende der Europäischen Union, wo wir dann auch wieder bei dem Thema unseres Treffens hier wären, wird die EU die Pandemie überleben? Aber ich kann mir vorstellen, dass Thomas und Martina sich jetzt noch sehr, sehr gerne zu dem Thema Eurobonds melden würden. Ich schalte uns jetzt mal auf Galerieansicht und dann könnt ihr euch sehr gerne noch zu dem Thema einbringen. Also zum Thema Eurobonds habe ich vorhin was gesagt. Wir hätten uns gewünscht, es hätte wirkliche Eurobonds gegeben und nicht so eine Teillösung. Aber man muss natürlich erstmal anerkennen, zumindest aus meiner Sicht, dass zum ersten Mal die Möglichkeit der Schuldenaufnahme beziehungsweise von der Kreditaufnahme durch die Europäische Union möglich gemacht wurde, wenngleich nur in einem kleinen Umfang und nicht in dem Sinne, was wir uns vorgestellt haben, weil das natürlich ein Schritt zum Denken einer Solidargemeinschaft gehört, dass auch sozusagen nicht die Schulden nationalstaatlich aufgenommen werden und Deutschland dann sozusagen als Mittler daran dann auch noch verdient, so wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Ich möchte aber nochmal in diesem Zusammenhang auf einen Aspekt hinweisen, den viele vergessen. Wir leben zurzeit ein halbes Jahr unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft. Ein Vierteljahr. Aber die Hälfte dieser Ratspräsidentschaft ist jetzt um. Und wir erleben, und es ärgert mich wirklich aufs unbändig, wenn ich zum Beispiel in der Flüchtlingskrise, es spielt so ein bisschen auf deine These der Solidargemeinschaft an, Andreas, wenn ich von einem deutschen Innenminister hören muss, der sagt, wir brauchen europäische Lösungen, wenn es darum geht, wie gehen wir jetzt weiter mit Moria um, oder auch Herr Söder. Alle schreien sie nach europäischen Lösungen. Vergessen wird nur eins. Momentan ist Deutschland als Ratspräsident in allen fachspezifischen Fragen der Verhandlungsführer. Also Herr Seehofer hätte es in der Hand mit seinen europäischen Innenministern im Europäischen Rat für eine wirkliche europäische Lösung zu streiten. Das tun sie aber nicht. Und deswegen finde ich, muss man auch mehr dazu übergehen, Ross und Reiter zu nennen. Also es reicht nicht, nach solidarischen Lösungen zu schreien. Ich finde auch, nach europäischen Lösungen, man muss dann auch sagen, durchsetzen können diese europäischen sozialen, solidarischen Lösungen nur die Gemeinschaft aller Staaten und Regierungen. Und da hat Deutschland verdammt nochmal
zurzeit eine sehr gewichtige Rolle und die nimmt sie einfach nicht wahr. Ja, ich habe ja in den letzten 10 Jahren häufig zu dem Thema Eurobonds diskutiert im Europäischen Parlament. Da konnte man sich fast den Mund fusselig reden an dieser Frage. Und ich war schon sehr erstaunt, dass jetzt sowas in diese Richtung zumindest mal in kleinem Maßstab kommt. Das ist ja ausbaufähig. Aber ich glaube, dass wir es nötig hätten, dieses Beispiel zu vertiefen und so diesen kleinen Einstieg in eine keynesianische Politik in Europa zu präferieren und den auch stark zu machen und zu propagieren. Das, glaube ich, ist ein wesentliches Teil. Und da interessiert mich natürlich besonders, wie sich die anderen europäischen Parteien Linksparteien aufstellen. Da höre ich viel zu wenig und ich glaube, dass da die europäischen Linksparteien eine wichtige Funktion hätten, auch deutlich zu machen, wo unsere linke Position denn da in Europa wäre. Dass das nicht so ganz einfach ist, weil die Parteien sehr divergierende Positionen haben, ändert da nichts an der Notwendigkeit, in die Richtung was zu tun. Zweiter Punkt, ich denke, dass um auf den Punkt Bildungsarbeit nochmal zu kommen, ich denke, dass man sehr viel stärker auch unsererseits die Frage herausarbeiten muss, wer verantwortet eigentlich was in diesem Europa? Es kommt dann immer sehr schnell, die EU, die ist so schwach. Wer ist die EU und wer macht die EU so schwach? Wir haben das in den letzten 10 Jahren x-mal erlebt, dass insbesondere Deutschland wichtige Regulierungen, die es gebraucht hätte, im sozialpolitischen und beschäftigungspolitischen Bereich verhindert hat, obwohl andere Staaten in ihrer Summe, in ihrer Mehrheit dafür waren, aber das Veto Deutschlands dazu geführt hat, dass da eben gerade nichts zustande kommt. Ich glaube, das müssen wir stärker herausarbeiten, um deutlich zu machen, es braucht andere Mehrheiten in diesem Europäischen Parlament und es braucht eine starke Linke in diesem Europäischen Parlament, sonst bewegt sich an dieser Stelle gar nichts. Andreas, möchtest du da noch mal drauf antworten, bitte? Ja, weil ich natürlich, ich stimme natürlich Thomas total zu. Natürlich brauchen wir andere Mehrheiten im Europaparlament und natürlich brauchen wir eine starke Linke. Nur, wenn ich mir ansehe, wie das gelaufen ist, und ich stimme ja zu, also der Einstieg jetzt in die Eurobonds, das ist ja gut. Das kann man ja nicht anders sagen. Wenn man es nur irgendwie hinkriegen würde, dass das verstetigt würde. Und das wird ja die entscheidende Herausforderung sein. Aber wie die Eurobonds kamen, das ist natürlich ein sehr schlechtes Zeugnis für die EU und für die Kommission. Denn es war ja nicht die Kommission, die das dann durchgesetzt wird. Also Macron wollte das sowieso, er gehörte ja zu der Gruppe von Ländern, die das ja wollten. Und dann gab es eben Kanzler Kurz in Österreich, aber im Zweifel wird es dann auch noch kommen, selbst wenn Kanzler Kurz es nicht will. Dann gab es eben vor allem die deutsche Bundesregierung und den deutschen Finanzminister. Der deutsche Finanzminister hat schon Nein gesagt, bevor der SPD-Vorsitzende sagen konnte, ja, das könnte man sich mal überlegen. Na, da war Scholz gerade in München, traf sich mit Söder, sagte am Rande der Pressekonferenz der Eurobonds, das wird es nicht geben mit uns. Am nächsten Tag gibt er genau so ist es. Genau. Ein Interview, wo er sagt, ja, das wäre natürlich, es geht hier ums Überleben Europas. So, aber was dann passiert ist, ist ja dann bemerkenswert. Die Eurobonds wären nicht gekommen, hätte nicht, so ist das ja. Die deutsche Bundesregierung, die Kanzlerin gesagt, okay, muss man das jetzt mit dem Macron besprechen, dann machen wir das jetzt. Das war nicht die Kommission, das war auch nicht mal der Druck der Kommission. Das war der Moment, der die ganze Zeit praktisch, wie ich meine, existiert und der da sichtbar wurde, dass die Probleme, wenn sie dann bestehen, die werden nicht gelöst von der Kommission, die werden gelöst, weil nationale Regierungen sich bewegen. Und da sage ich, das ist jetzt wirklich ein schlechtes Zeugnis für die Kommission, das ist ein schlechtes Zeugnis für die Institutionen und das ist natürlich ein Aufruf, bei allem Wissen um die Mehrheitsverhältnisse und die Kommission im Speziellen trotzdem natürlich Europa zu stärken und die nationalen Regierungen in diesen Fragen zu schwächen. Denn es kann nicht sein, dass sozusagen nach einer eigentlich entsetzlichen, angesichts der Situation entsetzlichen Diskussion in Europa,
es letztlich davon abhängt, dass sich die deutsche Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten irgendwie trifft und dann läuft das schon so. Wenn das die Art ist, wie Europa halt geregelt wird, dann muss ja jeder verstehen, dass es eine ganze Reihe von Ländern geben wird, die sagen, okay, also, wir hoffen mal, dass uns das irgendwie in Zollfragen weiterhilft, aber ansonsten haben wir mit der Europäischen Union doch nichts zu tun und wir regieren sie ja auch nicht. Das wird ja in der Achse Paris und Berlin entschieden. Und damals das, was ich da geschrieben hatte, die deutsche Sturheit, die ist ja dann eben zweiseitig. Wenn man da halt feststellt, es sind die Deutschen, die blockieren die Bonds, dann ist das mindestens genauso schlecht, wie wenn die Bonds nur kommen, weil die deutsche Regierung Ja sagt dazu. Auch wenn man das anerkennen muss, dass es passiert ist. Und das ist das, was mich besorgt und was sozusagen, wir haben schwierige Zeiten vor uns. Die Rezession kommt jetzt gerade erst. Und alles, was da sozusagen in dieser Zeit dann entschieden und gemacht werden muss, das wäre wirklich eine schlechte Nachricht, wenn das nach schwierigen und komplizierten Diskussionen irgendwann dadurch entschieden werden muss, dass die deutsche Bundeskanzlerin und der französische Präsident miteinander telefonieren. Dann brauchen wir sozusagen diese ganze Angelegenheit um die Kommission, das Europaparlament und die Institutionen nicht wirklich. Dann wissen wir, wer entscheidet. Ich will nicht so negativ klingen, aber so ist das doch. Vielen Dank für eure Statements. Möchte noch jemand was ergänzen? Martina, wolltest du noch was sagen? Nein. Dann würde ich mich jetzt mal den Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer zuwenden. Und du hattest es gerade gesagt, Andreas, es geht um das Überleben Europas. Und da hat jetzt ein Zuschauer eine Frage zum Thema Klimapolitik. Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union 2020 von einem neuen europäischen Bauhaus gesprochen, in dem, das ist ein Zitat wohl, in dem Architekten, Künstler, Studenten, Ingenieure und Designer gemeinsam und kreativ daran arbeiten, die Klimaziele, den Klimazielen der EU näher zu kommen. Martina, was hältst du von dieser Idee? Hört sich ja erstmal gut an. Du bist ja auch Sprecherin für Kulturpolitik. Hört sich ja erstmal gut an, oder? Ja, Frau Ursula von der Leyen hat ja in ihrer Rede zur Lage der Nation nur so mit Ankündigungen und mit großen Ideen gestrotzt. Eine dieser Ideen ist dieses neue europäische Bauhaus. Ich sage dazu ganz klar, das ist alles schön und gut, aber die Überschrift alleine macht es nicht. Wenn die Ideen nicht gleichzeitig im Finanzplan und in den Finanzregelungen ihre Widerspiegelung finden, dann bleiben es schöne Ideen. Und auch das wird eine schöne Idee bleiben, weil mit Verlaub im mehrjährigen Finanzrahmenentwurf jetzt ist die Kultur absolut unterrepräsentiert. Selbst der Fonds Erasmus Plus, ein Riesenflaggschiff der Europäischen Union zum Studentenaustausch, zum Austausch von Bürgerinnen und Bürgern, wird gekürzt. Und ich sage, was wir jetzt auf keinen Fall brauchen, sind neue große, hehre Pläne und Projekte, sondern wir brauchen ganz konkrete Schritte, die finanziell untersetzt sind und die dann auch in die Tat umgesetzt werden. Also wenn ich sehe, dass in der Pandemiesituation gerade die Kulturschaffenden, die Künstlerinnen und Künstler derzeit auf Antworten warten, wie sie unterstützt werden können, auch durch die Europäische Union, und es darauf überhaupt keine Antwort gibt. Wir hatten gerade im letzten Ausschuss mehrere deutsche Ministerinnen, weil sie ja die Ratspräsidentschaft haben, unter anderem Frau Grütters, Frau Karliczek für die Bildung und. Und man hat das Gefühl, dass konkrete Antworten entweder nicht gewünscht sind oder zumindest sind sie nicht in Sicht auf diese
Fragen. Keine einzige Frage zum Beispiel über die Unterstützerinnen von Kulturschaffenden in der jetzigen Finanzkrise wurde beantwortet. Und man hat das Gefühl, die deutsche Ratspräsidentschaft hat gerade erst begonnen oder fängt irgendwann im nächsten Jahr an. Und es wird ein Gipfel, die Antwort ist immer, ja, wir machen am Ende des Jahres einen großen Bildungsgipfel und so weiter. Aber ich sage mal, wenn die Grundlagen nicht schnellstmöglich untermauert werden mit ganz konkreten Hilfsprogrammen, dann nützt auch eine Vision von einem europäischen Bauhaus überhaupt nichts. Sondern wir brauchen konkrete Maßnahmen und die sehe ich momentan leider nicht. Gerade wenn wir in der Kreativbranche mal nachforschen, liegt vieles im Argen, von Kürzungen betroffen, sodass ich einfach sagen muss, ja, schön gut gebrüllt, Löwe, aber am Ende mich überzeugt es nicht, weil sie hat auch, wie gesagt, es sind keine Mittel dafür im europäischen Haushalt vorgesehen und irgendwie muss sie das ja finanzieren und ich glaube nicht, dass das die Kulturschaffenden gerade so euphorisch macht, zu wissen, es gibt da irgendwann ein Bauhaus, wenn sie heute die Frage haben, wie sie eigentlich überleben in der Pandemiekrise. Ein bisschen schräg, dass, also sie hat das ja mit diesem Bauhaus in Bezug gesagt, als sie über Klimapolitik gesprochen hat. Ja, also die Künstler sollen jetzt den Klimawandel stoppen. Und genau, und ein anderer Zuschauer. Das kommt noch dazu. Also, dass Künstlerinnen und Künstler, also ein Haus wird nicht klimaneutral, indem ich es bunt anstreiche. Das kommt noch, oder vielleicht doch, zur Dachbegrünung kann ja sein. Aber ich finde, in all diesen Fragen, die jetzt momentan so hoch gefeiert werden und die ins Spiel gebracht werden, das ist ein Ablenkungsmanöver der gegenwärtigen Hilflosigkeit der Europäischen Kommission, wirklich auf die Fragen zu reagieren. Und deshalb, ja, schön, aber ich habe in einem kurzen Interview vor 3 Tagen gesagt, wären wir jetzt in der Schule, dann würde ich sagen, Hausaufgaben nicht erledigt, Thema verfehlt, setzen. Thomas, möchtest du das gerne ergänzen? Ich wollte einen weiteren Punkt anführen, der in der Vorstellung von von der Leyen in der großen Rede nur am Rande eine Rolle gespielt hat. Sie hat zwar das Thema europäischer Mindestlohn am Rande erwähnt, aber schnell wieder irgendwo weggedrückt. Da kam keinerlei konkrete Ansage, aber man kann sagen, sie hat etwas dazu gesagt. Das kam in der Presse auch durch an verschiedenen Stellen. Es wäre jetzt meines Erachtens eine gute Idee, auch seitens der Linken, diese Frage europäischer Mindestlohn insofern in Angriff zu nehmen, weil wir einen Beschäftigungskommissar haben, der Nicolas Schmidt, das ist ein linker Sozialdemokrat aus Luxemburg, der sich dafür stark gemacht hat. Inzwischen stelle ich fest, der ist auch schon relativ weich gespült und wirkt etwas resigniert in dieser Frage. Aber ich glaube, das wäre ein linkes Projekt, das wir schon öfter mal angesprochen haben, steckt ja auch in unserem Parteiprogramm drin, dass wir stark machen könnten, weil damit ein Punkt wesentlicher europäischer Lohnsolidarität verbunden wäre. Wäre meines Erachtens ein Projekt, das uns gut zu Gesicht stehen würde, wenn wir an dieser Stelle was stark machen. Martina? Das ist eine sehr wichtige Frage. Du hast recht. Der Vorschlag für den Rahmen zu einem europäischen Mindestlohn, der sollte ja schon im Sommer vorgestellt werden. Aber Kommissar Schmidt bringt den Vorschlag jetzt erst im November. Das sei mal dahingestellt. Auch eine Frage, wie weit sind die einzelnen Kommissionsmitglieder auf die akuten Fragen der Zeit vorbereitet?
Mittlerweile habe ich gehört, dass der Minister Heil, seines Zeichens Sozialdemokrat in der Bundesregierung, diesen Vorschlag für einen Rahmen für den europäischen Mindestlohn unterstützt. Wir haben ja auch Bundestagswahlkampf, der hat ja begonnen. Da erlebt man mitunter selten gewordene Sinneswandlungen. Und wenn man dann auch weiß, dass eigentlich schon vor der Krise EU-weit 20,5 Millionen Beschäftigte in einem vom Armut bedrohten Haushalt gelebt haben, dann und jetzt noch die Wirtschaftskrise dazu sieht, weiß man, wie die wie der Anstieg der Armut sich entwickeln wird. Wir als Linke haben hier einen klaren Vorschlag. Wir sagen, dass der Mindestlohn die Höhe von mindestens 60% des Medianlohns und mindestens 50% des Durchschnittslohns haben muss, damit der Armuts in dem jeweiligen Mitgliedsland sein muss, damit er armutsfest ist. Das ist unser Vorschlag. Wenn man über die Frage europäischer Mindestlohn mit Experten diskutiert, kriegt man immer schnell zur Antwort: Naja, wollen Sie denn so einen Mindestlohn dann aus Rumänien, der 2 Euro noch was die Stunde ist und so? Und da sage ich nein. Ein europäischer Mindestlohn braucht einen Rahmen und der kann dann auch in den Mitgliedsländern entsprechend der jeweiligen nationalen Situation ganz unterschiedlich sein. Und deshalb ist unsere Forderung, mindestens 50% des jeweiligen Durchschnittslohnes eines Mitgliedslandes, glaube ich, eine richtige Forderung. Wir haben als Deutsche Linke unter anderem einen Initiativbericht als Berichterstattung bekommen. Da geht es um die Verringerung der Ungleichheiten in Erwerbstätigkeit. Der kommt jetzt Ende Oktober. Das wird unter anderem eine Grundlage sein, in der wir unter anderem auch unsere Positionen versuchen mit einzubringen. Ich hätte hier noch eine weitere Frage, und zwar Peter Weber will wissen, woher kommt das Geld für den Aufbauplan eigentlich und wie soll das Geld wieder zurückbezahlt werden? Ja, die Frage haben wir ja vorhin schon so ein bisschen gestriffen. Ja, zunächst erstmal gibt es ja so eine Art Mischfinanzierung. Zum einen erstmalige Aufnahme von Krediten als Europäische Union in dem sogenannten Wiederaufbaufonds, also Recovery-Fonds genannt. Und zum Zweiten kommt aber ein nicht geringer Teil aus dem Haushaltsplan, was das Europäische Parlament beschließen wird, also den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union, der ab nächsten Jahres, der hat einen 7-Jahres-Zeitraum dann in Kraft treten wird. Und um diesen Haushalt wird momentan sehr gestritten im Europäischen Parlament. Das habe ich ja vorhin schon kurz ausgeführt, dass der jetzige Vorschlag, der aus dem Europäischen Rat, also von den Staats- und Regierungschefs gekommen ist, bei weitem nicht ausreichen wird, um all die angedachten Maßnahmen auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und insofern ist die große Frage: Wie werden die Haushaltsdebatten in der Zukunft, die laufen jetzt erst an, und wir hoffen alle, dass das Europäische Parlament bis zum Jahresende auch noch einen Haushalt beschließen kann. Aber klar ist, dass in dem jetzigen Vorschlag schon im Vergleich zum laufenden mehrjährigen Finanzrahmen 20 Milliarden Euro gekürzt hat. Also betroffen sind da vor allem die Kohäsionspolitik, also die Mittel, die dann unmittelbar in die Regionen fließen und eigentlich zur Angleichung der Lebensverhältnisse dienen soll, aber auch Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mit einem Minus von 11,28%.
Und demzufolge fordert das Europäische Parlament eine Aufstockung von insgesamt 250 Milliarden Euro, die notwendig sind, um die angedachten Projekte auch wirklich umsetzen zu können. Hinzu kommt, das haben wir vorhin schon besprochen, natürlich auch eine Debatte um zukünftige Eigenmittel der Europäischen Union. Das gehört dazu. Also man kann nicht schreien, mehr Europa und dann aber gleichzeitig Europa verhungern lassen, indem wir sagen, mehr Geld gibt es von uns nicht. Und da reden wir dann über die berühmten Besteuerungsmöglichkeiten oder auch über die Beitragserhöhung aus den verschiedenen Mitgliedsländern. Vielen Dank für die Konkretisierung nochmal. Und ganz zum Schluss gibt es jetzt noch ein Thema, und zwar Digitalisierung. Da würde ich jetzt vielleicht nochmal dich, Andreas, fragen. Ihr seid ja zu Beginn der Pandemie bei euch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brüssel sehr schnell auf digitale Bildungsformate umgestiegen. Bist du der Meinung, dass die digitale Bildungsarbeit die linke Bewegung in Europa stärker vernetzt hat? Dieser Meinung bin ich. Das ist ja offensichtlich der Fall. Wir würden jetzt hier gerade nicht reden, hätten wir diese Möglichkeiten nicht. Gleichzeitig muss man jetzt aber halt sehen, Bildungsarbeit ist weit mehr als einige Informationen weitergeben und dann gehen wieder alle nach Hause oder müssen das nicht mal, weil sie eh die ganze Zeit zu Hause sitzen. Sondern Bildungsarbeit ist vor allem das Austauschen von Erfahrungen und Erfahrungen sind durch das Subjektive gespiegelt. Das heißt, ich brauche sozialen Kontakt. Und der ist nicht, der ist auf Dauer nicht zu ersetzen. Wir haben in unserer Arbeit, vor allem ja in Westeuropa, wir arbeiten sehr viel mit Partnern, Partnerorganisationen zusammen. Und das ist kein leeres Gerede, wenn ich sage, mehr als die Hälfte des Anteils dessen, was man in dem Zusammenhang macht, ist der soziale Kontakt. Das Austauschen von Informationen und von Einschätzungen funktioniert nicht darüber, dass ich das irgendwo aufschreibe oder irgendwo aufsage und mir anhöre, sondern ich muss verstehen, in welcher Situation Menschen leben und arbeiten und sind. Und das heißt, wir müssen uns treffen. Das ist unabdingbar. Und was wir feststellen, ist natürlich, wir haben jetzt ganz, ganz viele unserer Formate auf Digitales umgestellt. Das hat auch viele schöne Vorteile. Aber wir bilden ja auch keine neuen Netzwerke. Wir nutzen das, was wir hatten vor der Pandemie und wir können praktisch nichts weiter ausbauen. Damit leben wir von dem, was wir uns vorher herangeschafft haben und es ist ein schaler Ersatz. Das muss ich einfach sagen. Und es wird uns auch auf die Dauer natürlich nicht weiterbringen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, wie die konkrete Lage in Ländern ist, wie die Lage von Linken ist. Bis hin dazu, dass wir machen tolle Projekte in Spanien und Italien, die im Zusammenhang mit Lagern für Landarbeiterinnen und Landarbeiter zu tun haben, häufig Migrantinnen eben, ohne dass man da hingeht, versteht man nicht, was da die Lage ist. Das kann ich doch digital nicht ersetzen. Gleichzeitig haben wir natürlich viel gelernt, was wir digital machen können, auch sozusagen, wie wir es anders machen sollten. Wir können natürlich nicht einfach eine Abendveranstaltung, eine Konferenz im Internet übertragen und sagen, das ist es jetzt, und mal genau wie ihr das jetzt macht. Und so, wir streamen das, zum Schluss nehmen wir das aber auch, schneiden es nochmal zusammen, machen es irgendwie besser konsumierbar. Wir versuchen Videos zu machen, wo wir nicht einfach jemanden reden lassen, sondern wo wir dann auch schneiden, Musik darunter legen und es einfach ein bisschen attraktiver machen. Das sind letztlich auch Sachen, die werden uns dann, wenn die Dinge irgendwann mal wieder normal sein werden, werden die uns auch nützen und dann werden sozusagen die neu gewonnenen Erfahrungen eine Ergänzung unserer Arbeit sein. Aber das müssen wir uns alle, die wir in irgendeiner Form mit Politik oder mit politischer Bildung zu tun haben, glaube ich, immer wieder vor Augen halten und sehen, dass jetzt auch
wie wichtig die soziale Komponente unserer Arbeit ist und das Begegnen von Menschen einander und wie viel mehr Lernen ist als die Vermittlung von Inhalten. Ja. War jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Martina, du möchtest es natürlich als Digitalisierungsexpertin im Europäischen Parlament noch gerne ergänzen. Ja klar, also ich will das Schlusswort jetzt nicht kaputt machen, aber ich glaube, bei dem Thema Digitalisierung wird wiederum deutlich, wie die Europäische Union momentan agiert oder nicht agiert. Bei der Frage, natürlich ist es gut, wenn man Netzwerke ausbauen kann, wenn man sich digital begegnen kann. Aber die Krise hat natürlich auch gezeigt, und Andreas wird da ein Lied davon singen können, dass was immer man auch für Plattformen benutzt, man ist in gewisser Weise datenabhängig oder technologieabhängig von den Vereinigten Staaten. Und insofern sieht auch die Kommission in dem Digitalisierungsthema vornehmlich ein Wirtschaftsthema, in dem sie sagt, also wir müssen technologisch unabhängig von den USA werden, von den großen Plattformen. Da wird dann natürlich große Technologieunternehmen europaweit jetzt Morgenluft und sagen, ja, okay, ich finde das in Ordnung, dass man das in Angriff nimmt, aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir zum Beispiel auch über die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern auf dem Sektor digitale Bildung. Und wenn man sich die Pläne, die Bildungspläne momentan in den Universitäten anguckt, dann spielt die digitale Bildung so gut wie gar keine Rolle. Also es kommt am Rande von wenigen Seminaren mal zur Sprache, aber dass wir zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer ausbilden müssen auf dem digitalen Sektor, um überhaupt die Möglichkeit von der Handhabung von Computern in den Schulen und so weiter möglich zu machen. Das ist zum Beispiel eine unheimliche Aufgabe. Und da finde ich, da muss man auch mit dran denken. Das Gleiche ist der Breitbandausbau. Also wir tun so, als wenn wir in Deutschland überall, also ich gehe jetzt mal von Deutschland aus, überall an jeder Stelle überhaupt die digitale Möglichkeit haben, der digitalen Teilhabe. Aber solange der Breitbandausbau nicht so schleppend ist, wie er in Deutschland ist. Und Ursula von der Leyen musste auch eingestehen, dass im ländlichen Raum im Rahmen der Europäischen Union noch viele ländliche Gebiete abgeschnitten sind von der Möglichkeit, digital zu kommunizieren. Und uns skandinavische Länder zum Beispiel das vormachen, wo jedes Kind und in jedem Ort man sich digital informieren kann. Das sind Hausaufgaben, die Europäische Union in Angriff nehmen muss. Und letztes Stichwort, was auch mit Digitalisierung zu tun hat, künstliche Intelligenz. Wir haben jetzt gerade den Bericht der Kommission auf dem Tisch. Wir haben ihn gerade im Kultur- und Medienausschuss auf dem Tisch zu liegen. Und ich bin dort unter anderem für uns, für die Linke, Berichterstatterin. Und man sieht, dass das Thema künstliche Intelligenz nur in der Hochfrequenz, im Hochfrequenzbereich überhaupt angegangen wird. Da wird also über die Autos diskutiert, die alleine fahren können, technologisch, was dort alles möglich ist. Aber dass künstliche Intelligenz sich jeden Tag abspielt, im Verhalten, in der Kreativität im Netz, bei Nutzerinnen und Nutzern, das wird überhaupt nicht angegangen. Und da denke ich, muss man mehr auf die, da bin ich dann ganz bei Andreas, mehr auf die Realitäten. Wie sehen die Realitäten momentan aus? Was sind die realen Probleme, die Leute vor Ort, mit denen sie sich rumschlagen, auseinandersetzen, anstatt große, hehre Ziele zu haben
und große Pläne, die man dann in der Endkonsequenz aber nur halbherzig umsetzen kann. Ich möchte euch allen sehr, sehr herzlich für eure Teilnahme heute Abend bedanken. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wie spannend europapolitische Themen sind und dass es sehr, sehr viele verschiedene Debatten gibt, die man führen kann. Wir werden als Kurt-Eisner-Verein natürlich an dem Thema dranbleiben. Das war jetzt die erste Veranstaltung des europapolitischen Forums. Bei der nächsten Veranstaltung im November geht es um die Frage, ob Europa einen Marshallplan braucht. Zu Gast werden sein der Europaabgeordnete Martin Schirdewan und der Wirtschaftsexperte Axel Trost. Weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite www.bayern.rosalux.de. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei allen Gästen, Thomas Händel, Andreas Thomsen und Martina Michels und wünsche uns allen noch einen sehr schönen Abend. Auf Wiedersehen. Schönen Abend auch.